Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietikers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Donnerstag, der 12. Oktober 2017. Der DAX krebst immer noch herum, unterhalb der Marke von 13.000 Punkten. Der Ausflug nach oben ist also immer noch nicht gelungen. Andererseits aber scheint es derzeit auch eine recht ausgewogene Balance zu geben zwischen Bullen und Bären. Der Markt hängt im Moment auf relativ hohem Niveau fest und damit besteht eine 50-50-Chance im Grunde genommen, ob der Index, der deutsche Leitindex, dann den Ausbruch nach oben hin schafft oder weiterhin in der Pause verharrt oder aber sogar auch mal in den Rückwärtsgang schaltet und auch mal ein wenig zurücksetzt. Auch wenn die Indexveränderungen beim DAX zuletzt vielleicht eher Genreflexe ausgelöst haben, ergibt sich derzeit doch ein durchaus spannendes, interessantes Bild, was den Index angeht. Und in Kürze dürfte schon eine wichtige Trendentscheidung dann dazu auffallen. Möglicherweise warten auch schon eine ganze Reihe von Marktteilnehmern auf die Unternehmensberichte zum dritten Quartal. Das Quartal ist ja rum. Demnächst dürfte es wieder einen ganzen Reigen geben von Meldungen, von Zahlen und möglicherweise dann auch Ausblicken oder Konkretisierungen bei den Ausblicken. Also kurzum viele Impulse, die dann auch wieder für etwas mehr Kursbewegung sorgen könnten. Das ist also gar nicht so uninteressant und werfen Sie vielleicht auch mal einen Blick auf die Seite 1 von der heutigen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs. Ja, Zahlen gab es schon vom Asset-Giganten BlackRock. Damit war BlackRock recht schnell, denn hier geht es tatsächlich schon um die Zahlen für das dritte Quartal bzw. für den neuen Monatszeitraum bis Ende September. Was hatte man zu bieten im ersten Dreivierteljahr? Ordentliches, kann man sagen. Die Nettozuflüsse lagen bei 264,3 Milliarden Dollar nach 104,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Assets Under Management sind gestiegen um etwa 17% auf etwa 5,977 Billionen Dollar, eine gewaltige, unglaubliche Zahl. Beim Umsatz ist man um etwa 9% vorangekommen auf gut 9 Milliarden Dollar. Und beim operativen Ergebnis war der Anstiegswinkel sogar noch etwas steiler mit 13% ungefähr auf 3,783 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis ist also etwas überproportional zum Umsatz vorangekommen und die operative Marge ist entsprechend auch etwas ausgeweitet worden, nämlich von 40,5% auf 41,9%. Ja, die Aktie von BlackRock war in der jüngeren Zeit schon recht gut gestiegen, aber bei dieser Zahlenqualität und diesem gigantischen Volumen an Assets Under Management mit knapp 6 Billionen Dollar darf man schon respektvoll den Hut zücken. Für heute sind übrigens einige Zahlen von Banken angesagt, worüber beispielsweise Börse ARD berichtete. Konkret geht es um JP Morgan und auch Citigroup, worauf am Freitag dann auch die Bank of America und Wells Fargo folgen dürften. Kommen wir zu zwei Unternehmen, Schlaglichtern, fangen wir an im DAX mit der deutschen Lufthansa. Gegen Mittag war diese Aktie einer der stärksten Einzelwerte im DAX und dabei war ja vorher schon ein recht strammer, schöner Anstieg bei dieser Aktie angesagt. Inzwischen ist der Notartermin vielleicht schon gelaufen, beispielsweise das Manager-Magazin berichtete, demnach soll Lufthansa-Chef gegenüber der Rheinischen Post signalisiert haben, man werde voraussichtlich 81 von insgesamt 130 Flugzeugen aus dem Umfeld von Air Berlin erwerben. Eine offizielle Meldung dazu habe ich weder von Deutsche Lufthansa noch von Air Berlin gesehen. Bei der Aktie von Air Berlin übrigens sollte man vorsichtig zu Werke gehen. Hier kann es eben größere Sprünge geben, nach oben, nach unten. Aber hier sollte man besser die Finger von lassen. Oder ich jedenfalls würde hiervon lieber die Finger von lassen. Andere Schlaglicht Südzucker. Hier gab es Zahlen. Südzucker hat ein unterjähriges Geschäftsjahr. In diesem Fall meint es also nicht den synchronen Zeitraum zum Kalenderjahr, sondern hier geht es um das erste Halbjahr. Und in diesem Fall meint es den Zeitraum von Anfang März bis Ende August dieses Jahres. Ja, wie ist es gelaufen im ersten Semester? Eigentlich ganz ordentlich, zumindest bei einigen Eckwerten. Beim Umsatz beispielsweise plus 9% auf 3,493 Milliarden Euro vorangekommen. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit um ein knappes Drittel ausgeweitet auf 295 Millionen Euro. Im Gesamtjahr ist ein Umsatzvolumen von 6,7 bis 7,0 Milliarden Euro angepeilt und für das operative Ergebnis gilt eine Range von 425 bis 500 Millionen Euro als Zielgröße. Das würde sich vergleichen mit 426 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Aktie gehört heute zu den eher schwächeren Einzeltiteln im DAX. Auf die problematische Charttechnik hatte ich bereits in einem Update auf unserer Website beispielsweise hingewiesen. Zum Terminkalender mit Informationen von Guidance. Für heute war bzw. ist angesetzt der Monatsbericht von der Internationalen Energieagentur und zwar in Bezug auf den Ölmarkt.
Werden für heute angesetzt die Informationen über die Entwicklung bei der Industrieproduktion in der Eurozone und für heute ebenfalls angesetzt eine Rede von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank. Abschließend der charttechnischen Trendentscheidung im DAX muss man weiterhin nicht vorgreifen. Je länger der deutsche Leitindex allerdings seine Stellung auf diesem hohen Niveau verteidigen und halten kann, umso besser dürften tendenziell die Chancen für den Ausbruch nach oben werden. Das Marktumfeld ist also durchaus nicht uninteressant, sodass man aus dieser Lethargie in jüngerer Zeit hier eben nicht ableiten sollte, dass der Markt langweilig ist. Ja, morgen wird es an dieser Stelle voraussichtlich keinen Ticker geben. Schauen Sie gerne am Montag wieder rein. Dann wird voraussichtlich mein Kollege Bernhard im Klinzing vor der Kamera sein. Das war's für heute. Ihnen schon mal vorab ein gutes und erholsames Wochenende. Machen Sie es gut. Ihr Walter Tessen.